Der amerikanische Präsident Donald Trump ist felsenfest davon überzeugt, dass die Amerikaner den Handelskrieg gegen China gewinnen können. Aber ist dem wirklich so? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, die erste Runde, wenn man sich mal die Märkte anschaut, die geht an die Amerikaner. Der Shanghai Composite 3,8% im Minus, der Shenzhen Composite, etwa das Pendant zum amerikanischen Nasdaq, 5,8% im Minus und der S&P, naja, so um und bei 1% im Minus, der Dow Jones schwächster Index heute etwas mehr. Nasdaq auch etwas über 1% im Minus, kommt immer darauf an, wann man schaut, die Dinge gehen heute relativ schnell. Also in China viel mehr Panik am Markt als in den USA. Und ja, die Frage ist, was kann China jetzt tun? Denn es sind ja nur etwa 180 Milliarden Dollar, die sozusagen hier aus den USA importiert werden an amerikanischen Waren, was Donald Trump ja gesagt hat, wir werden nochmal 200 Milliarden, dann nochmal 200 Milliarden Dollar bezollen, wenn die Chinesen mit Gegenzöllen antworten. Also das kann China gar nicht machen. Aber China hat ganz andere Handhabungen. Man hat natürlich die amerikanischen Staatsanleihen, man ist größter Gläubiger der USA, weil man eben die Staatsanleihen kauft. Man könnte zum Beispiel auch den Yuan abwerten und damit die Amerikaner ärgern. Aber klar, es ist die massive Verschuldung der Amerikaner, die zunächst mal die erste Achillesferse ist. Und die zweite Achillesferse, und das ist interessant, das ist vor allem der Aktienmarkt, nämlich die Wall Street. Und es sind vor allem die amerikanischen Firmen, die in China sehr viel mehr Geschäft machen als chinesische Firmen in den USA. Jack Ma, der Mitgründer von Alibaba, hatte mal gesagt, die Amerikaner respektive die Chinesen machen den Umsatz und die Amerikaner den Profit, und genau das bringt es auf den Punkt. Schauen wir uns mal folgende Grafik an von der Deutschen Bank, die das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, nämlich diese hier. Das ist das Handelsbilanzdefizit der Amerikaner mit China, ganz klar über 300 Milliarden Dollar, aber es gibt sehr, sehr viele Tochterfirmen, die die Amerikaner in China haben, und würde man deren Umsätze, die sie in China machen, mal mit einrechnen und gegen das Handelsbilanzdefizit der USA rechnen, dann sehen wir, das ist fast eine ausgeglichene Kiste. Zum Beispiel Apple, das etwa knapp ein Viertel seines gesamtglobalen Umsatzes in China macht, aber vor allem Apple, das eben in China seine iPhones produzieren lässt, und wenn China jetzt ein bisschen ärgerlich wird, dann könnten die Behörden zum Beispiel erstmal unterbinden, dass von chinesischen Häfen diese iPhones auch wirklich zum Beispiel in die USA transportiert werden. Und stellen wir uns mal vor, was wäre Apple wert, wenn plötzlich keine iPhones mehr erhältliche wären? Dann hätte Apple ein riesiges Problem. Donald Trump hat ja Tim Cook, dem Apple-Chef, zugesichert, dass Apple von diesen Zöllen ausgenommen sein wird. Aber however, wenn diese Handys, die Smartphones nicht rauskommen aus China, dann hat Apple ein massives Problem, nicht nur die Umsätze in China. Und diese Umsätze, die könnte China deutlich behindern, denn es ist zum Beispiel so, dass chinesische Behörden, die chinesische Bürokratie schon zum Beispiel, so heißt es von Insidern, Prozesse verschleppt an chinesischen Häfen. Bei Ford zum Beispiel, viele Ford-Autos brauchen extrem lang, um von chinesischen Häfen dann irgendwo ins Landesinnere zu gelangen. Ähnlich könnte man mit Apple vorgehen. Aber hier zeigt sich eben, dass amerikanische Firmen sehr, sehr viel Geld machen in China über Tochterfirmen und die ganze Geschichte dann ausbalancierter ist. Insofern ist der Glaube von Donald Trump, diesen Handelskrieg gewinnen zu können, wohl naiv, einseitig. Die Realität ist einfach schlichtweg komplexer. Aber Donald Trump spiegelt hier schon so ein bisschen die Auffassung der Wall Street wider. Und das sehen wir an folgendem Zitat, das David Rosenberg, der bei Gluskin Sheff ein Analyst ist, immer wieder bei CNBC auftritt, eine sehr bekannte Figur, der gesagt hat, ich habe gestern an einem Wall Street Dinner, also mit Wall Street Größen teilgenommen, und alle sagten, wow, die Amerikaner sind ja eigentlich da relativ wenig verwundbar in Sachen Handelskrieg, globalen Handelskrieg, und diese Vertreter der Wall Street sind offenkundig noch nie einkaufen gewesen bei Walmart oder Costco. Denn dann wüssten sie, was da auf dem Spiel steht. Na klar, die Amerikaner kaufen bei Costco, einem großen amerikanischen Einzelhandelskonzern, oder bei Walmart ein, vor allem chinesische Waren, viel günstiger als etwa amerikanische Waren hergestellt werden könnten. Dementsprechend sorgt eben China auch für eine vergleichsweise geringe Inflation, indem eben sehr viel billiger produzierte Waren aus China in die USA eingeführt werden. Würde das wegfallen, würden die
Inflation in den USA massiv nach oben schießen, was die Kreditbedienung der Amerikaner massiv verteuern würde, etc. etc. Also ein ganzer Rattenschwanz, der da dranhängt. Das zeigt aber wirklich paradigmatisch das, was die Wall Street wirklich glaubt. Man sei irgendwie unverwundbar, weil man einfach schlicht zu eindimensional denkt. Denn diese Firmen, die in China tätig sind, die amerikanischen Firmen, die in China tätig sind, die werden besessen von Pensionskassen. Da hängen die Renten der Amerikaner dran. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der hier praktisch mit zu bedenken ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn China mal so ein bisschen die Muskel spielen lässt und den Amerikanern zeigt, wo ihre Achillesferse ist. Und das ist einerseits der Aktienmarkt, das sind andererseits die Schulden, das ist der Dollar. Und das sind eben vor allem die amerikanischen Firmen, die in China tätig sind. Die werden ein Problem bekommen, wenn die ganze Geschichte weiter eskaliert. Schauen wir uns mal die Situation an den Märkten an. Der DAX natürlich mal wieder besonders betroffen, der sich jetzt ein bisschen erholen kann. 12.694 Punkte. Wir sind hier mit einem Boden versehen. So müssen die Optimisten, die Bullen hoffen. Beim DAX bei 12.600 Punkten etwa. Wir haben diese Zone mal kurz unterschritten, aber es bleibt dieses unschöne Doppeltop im Bereich der 13.200er Marke. Das wird für den DAX jetzt keine ganz einfache Geschichte, auch wenn natürlich hier die Erholung erstmal der Fall ist. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der jetzt aktuell bei 2.756 handelt. Wir sind hier praktisch mal kurz durch diesen seit Anfang Mai bestehenden Aufwärtstrend gefallen, können uns aber wieder erholen. Was geht uns der globale Handelskrieg an, den wir führen, sagt sich die Wall Street. Wenn wir uns den Vergleich zwischen DAX und S&P 500 anschauen, booms, das ist der deutsche Leitindex, da oben der amerikanische Leitindex, dann ist die Lücke schon sehr, sehr groß. Würde also nicht wundern, wenn der DAX diese Lücke kleiner macht, entweder weil die Amerikaner runter müssen oder der DAX eben nach oben. Wir haben den schwächsten Index heute, das ist der Dow Jones, der eben mit Multinationals gespickt ist, also mit Konzernen, die international tätig sind, auch in China tätig sind, wie eine Boeing, werden wir gleich sehen. Wir haben den Nasdaq, der sich wieder erholen kann, aber gleichwohl 100 Punkte unter dem kürzlich erreichten Verlaufshoch handelt. An den Nasdaq zum Beispiel so chinesische Internetwerte wie Alibaba schwer unter Druck. Wir haben Dollarstärke wieder mal auf breiter Front, der Euro-Dollar unter der 1,16er Marke. Wir waren schon etwas tiefer, aktuell 1,1581. Aber der Dollar ist, wie der Dollarindex hier anzeigt, auf einem neuen Jahreshoch. Und das bringt natürlich Commodities unter Druck. Das bringt die Rohstoffe unter Druck. Das ist dann wiederum eine schlechte Nachricht auch für die Emerging Markets. Also da ist einiges am Wabern. Einige tektonische Platten wackeln da ganz schön. Und das betrifft auch die Edelmetalle. Wir sehen nicht wirklich eine Erholung selbst bei diesem Umfeld, bei Gold 1275, wir sehen Silber unter Druck, 16,35 Dollar, auch wenn es in den letzten Minuten eine kleine Erholung stattgefunden hat. Wir sehen Kupfer weiter unter Druck, vierter oder fünfter Handelstag in Folge. Jetzt Kupfer, das so ein bisschen als Proxy für die Wachstumserwartungen, die globalen Wachstumserwartungen gilt jetzt negativ. Wir haben nur Öl, das sich einigermaßen halten kann, 74,76 Dollar das Brent. Allerdings WTI, also das amerikanische Öl, schwächer, weil eben abhängiger von Importen Chinas, von US-Öl, dementsprechend hier größere Schwäche. Wir haben im DAX mal wieder einen der schwächsten Werte, Volkswagen. Man ahnt nach den Chinesen ist Deutschland dran mit Importzöllen auf deutsche Autos vor allem, respektive EU-Zölle oder Zölle gegen EU-Autos und da natürlich Deutschland am stärksten betroffen. Dann diese Geschichte mit Stadler, dem Audi-Chef, der in Untersuchungshaft sitzt. Man hat jetzt so einen Interimschef berufen bei Audi durch Volkswagen und hat jetzt Stadler selbst beurlaubt. Wir haben dann zum Beispiel eine Boeing unter Druck, die ja viel Geschäft in China macht. Klar, da gibt es langfristige Verträge, aber insgesamt werden sich die Chinesen schon sehr genau überlegen, ob sie Neubestellungen nochmal bei Boeing machen oder eben doch besser bei Airbus. Wir sehen eine Apple unter Druck, 184,94 aktuell. Aus den von mir schon genannten Gründen, wenn die Chinesen dicht machen, dann gibt es keine iPhones mehr zu kaufen in den USA und in Europa. Das wäre natürlich für den Börsenwert von Apple ein ziemlich heftiger Rückschlag. Und wir haben Tesla, einer der größten Negativwerte heute im Nasdaq, nachdem angeblich ein Saboteur hier die tolle Produktion von Tesla
mit Sabotagemaßnahmen torpediert, so heißt es von Elon Musk. Aber es gibt auch Berichte über massenhafte Stornierungen für das Tesla 3 Model, das ja deutlich teurer werden soll als ursprünglich angenommen oder ursprünglich verlautbart. Dementsprechend haben wir vielleicht bei Tesla nicht mal ein Produktionsproblem, sondern vielleicht sogar ein Nachfrageproblem. So oder so, Tesla hochgehebelt, das Ponzi-Schema schlechthin, so verschuldet, das muss schon alles funktionieren, damit Bewertungen, die nur annähernd sich in dem Bereich bewegen, in dem Tesla derzeit bewertet ist, funktionieren. Und das gilt für die Wall Street ein Stück weit auch. Es muss alles gut gehen. Das Ding darf nicht eskalieren. Das muss irgendwie eine Verhandlungslösung geben, auch wenn nichts darauf hindeutet, dass es eben diese Verhandlungslösung gibt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Temporär erholen wir uns. Aber ich habe das Gefühl, es braucht nur jetzt mal so eine Meldung, die vielleicht nicht mit Handelskrieg zu tun ist, die negativ ist. Und dann könnte da mal richtig was gehen. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend. Mehr finden Sie auf finanzmarktwelt.de und ich sage Tschüss.